Herzlich willkommen zur Küchenschlacht. Diese Woche geht es um den Einzug in die zweite Champions Week des Jahres. Und hier sind sie, meine 6 Kandidatinnen und Kandidaten. Hallo, ich bin die Julika Hatzen, ich bin 42 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf und wohne jetzt aber schon sehr lange in Dublin in Irland. Ich bin Hebamme und Doktorandin an der Uni. Ja, jetzt bin ich extra aus Irland angereist und bin riesengroßer Küchenschlacht-Fan und freue mich, dass ich jetzt endlich dabei sein darf. Hallo, ich bin der Philipp Erhardt aus Offenbach am Main, bin 25 Jahre alt und arbeite als IT-Administrator. Oma, ich bin wegen dir hier und ich versuche dich stolz zu machen. Ich heiße Christina Golking, bin 32 Jahre alt, lebe in München und arbeite dort als Chief Happiness Officer. Mit vegetarischen Gerichten und einer Portion Glück koche ich mich ins Finale. Hallo, ich bin Wolfgang Seidel, komme aus Zwönitz, bin 72 Jahre alt und Rentner. Ich bin in der Küchenschlacht, um bis ins Finale zu kommen. Ja, mein Name ist Marie-Louise Hünecke. Ich bin 65 Jahre alt, wohne in Mülheim im Stadtteil Diedesheim und bin Rentnerin seit ein paar Jahren. Ich gewinne die Küchenschlacht, weil ich mit Spaß und Freude koche. Hallo, ich bin Stefan Zitzemann, komme aus Lotte, bin 38 Jahre alt und arbeite in der Arbeitsvorbereitung für automatische Türsysteme. Warum ich ins Finale kommen sollte, warum nicht? Ja, und heute starten wir natürlich mit den Leibgerichten und ich bin gespannt, was da alles bei rauskommt. Herzlich willkommen zur Küchenschlacht. Wir freuen uns immer wieder, wenn eine neue Woche losgehen darf und wir hier 6 fantastische Kandidatinnen und Kandidaten stehen haben. Und wie gewohnt natürlich mit unseren Leibgerichten starten und ich als erstes mal sage, an die Töpfe, fertig, los. Ja, Montag ist wie gehabt unser Tag der Leibgerichte. Die darf jeder so definieren, wie er es möchte. Das können Gerichte sein, die man schon irgendwie von Omi überliefert bekommen hat oder einfach die Dinge, die man zu Hause am liebsten isst, die alle gemeinsam lieben, die Freunde lieben. Das darf sich tatsächlich hier jeder selber aussuchen. Jedenfalls freue ich mich, dass Sie da sind und ich freue mich noch viel mehr, dass wir gleich eine fantastische Jurorin haben werden, denn Milena Broger wird nachher entscheiden, wer weiterkommt und wer uns auch leider verlassen muss. Also von daher gehe ich jetzt mal gleich rüber zu Julika. Hallo. Julika, herzlich willkommen. Vielen Dank. Julika hat die weiteste Anreise. Julika, du bist aus Irland hierher gekommen, in die Küchenschlacht. Also muss man sagen, wie international wir hier geworden sind. Das stimmt, ja. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was du uns für ein Leibgericht aus Irland mitbringst. Ja, ich habe heute vor, einen Hecht zu braten, ein Hechtfilet. Weil Fisch ist bei uns in Irland eigentlich immer sehr beliebt und viel da und sehr frisch und lecker. Und dazu mache ich ein Lauchgemüse und ein pochiertes Ei. Hoffentlich. Hier können wir es schon einmal sehen, damit wir uns schon drauf freuen können. Da ist der wunderbare Hecht mit dem perfekt pochierten Ei und dem wunderbaren Lauchgemüse. Julika, du hast so die Augen verzogen, als du gerade pochiertes Ei gesagt hast. Du hast es doch schon 100-mal gemacht. Ja, das stimmt. Und als ich es dann geübt habe, jetzt noch mal vor Abreise, hat es natürlich dann automatisch nicht geklappt. Von daher hoffe ich sehr, dass sich das dann jetzt noch mal ändert. Aber wir wissen ja, Generalprobe sollte eigentlich immer irgendwas schiefgehen. Von daher, ja, ich hoffe, das sind wir, glaube ich, alle zuversichtlich. Super, wir drücken danke. Die Daumen. Und gehen weiter zu unserem Küken. Und zwar ein herzlich willkommen an Philipp. Hi. Philipp ist heute unser jüngster Teilnehmer und hat schon viele Jahre vorher mit Oma die Küchenschlacht auf dem Sofa geguckt. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ganz ja, genau. Ne? Ja. Und hast auch gesagt, das war irgendwie nicht so aufregend, als hier heute zu kochen. Nee, das ist kein Vergleich. Erzähl, was wird es für ein Leibgericht bei dir geben? Ich habe ein Risotto und ich habe mich schon geschnitten. Ist schlimm? Nee, ist nur ein bisschen. Kleiner Ratzer? Kannst du schon mal ein bisschen draufdrücken? Ja, danke. Und dann kommt ein Pflaster. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem nebenbei uns schon verraten, welches Gericht hinter der Verletzung steckt. Ein Risotto à la Milanese. Mit Garnelen und Pulpoarm. Das habe ich aus dem Urlaub mitgebracht und habe es versucht, so gut es geht, daheim nachzukochen. Und das ist daraus entstanden.
Hört sich sehr, sehr fein an. Wir verarzten nicht und schauen uns mal in der Zwischenzeit das Foto an. Risotto Milanese, also ein Safran-Risotto, klassischerweise sogar mit ein bisschen Knochenmark angesetzt. Und dazu diese wunderbaren Meeresfrüchte. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde mal sagen, das muss irgendwo in Richtung Italien gewesen sein, der letzte Urlaub. Philipp, kann das sein? Bitte? Wo hast du das Gericht mitgenommen? Aus Alghero auf Sardinien. Das hat ja so einen katalanischen Einschlag irgendwie. Und es war so eine Mischung aus Risotto und Paella irgendwie. Und ja, als ich es dann versucht habe nachzumachen, ist es halt daraus entstanden. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben die Zeit ja genutzt, um das Bild anzusehen. Und wir drücken dir jetzt die Daumen, dass es ohne Verletzungen weitergeht. Dankeschön. Und dann steht hier links von mir Kitty, auch dir natürlich ein herzlich willkommen. Ja. Man könnte auch sagen euch. Ja, und jetzt stehst du hier noch ganz tapfer in der Küchenschlacht und hast natürlich auch ein tolles Leibgericht mitgebracht. Erzähl mal, was wird es bei dir geben? Also ich habe natürlich aus Bayern Brezeln mitgebracht. Also ich mache Brezenpressknödel mit Rahmschwammer und dazu eine karamellisierte Birne. Hört sich sehr lecker an. Und hier können wir es auch sehen auf dem Foto. Die Brezenknödel, leicht angebraten, dazu die schöne Birne. Rahmschwammerl heißen die, ne? Mhm. Hast du es genannt? Genau, Rahmschwammerl. Also sieht toll aus. Wir drücken die Daumen und ich finde das sehr, sehr sportlich, in 35 Minuten hier Brezenknödel zu machen. Aber du hast einen Trick, den werden wir gleich verraten. So, viel Glück euch beiden. Danke. Und dann gehe ich hier mal zu meiner Rechten. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Auch bei dir sehe ich ein bisschen was Fischiges. Was hast du dir als Leibgericht ausgewählt? Mein Leibgericht ist ein Zanderfilet. Also ein Curryfisch als Zanderfilet. Orangensauce, glasierten Möhren und Fenchel. Und schöne Salzkartoffeln dazu. Auch das hört sich sehr fein an. Und da kann man es erkennen, das sind natürlich gleich, wenn Curry im Spiel ist, wunderbare Farben. Also der Zander ist ja pochiert, Wolfgang, ne? Ja. Und dazu dieses schöne glasierte Karotten-Fenchel-Gemüse. Viel Glück. Danke. Toi, toi, toi. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine mutige Kandidatin. Auch dir herzlich willkommen, Marie-Louise. Ja, danke schön. Okay. Erzähl mal, was gibt es bei dir für ein Leibgericht? Ja, bei mir gibt es was ganz Klassisches. Es gibt Kalbsleber gebraten mit Röstzwiebeln. Ich hoffe, dass die röstig werden, ansonsten glasierte Zwiebeln. Kartoffel-Selleriestampf, Püree und glasierten Äpfeln. Lecker! Ich liebe es, Kalbsleber. Wir haben schon drüber gesprochen. Also wir drücken dir die Daumen, Marie-Louise. Danke. Dass alles gut klappt und am Ende auch die Zwiebeln tatsächliche Röstzwiebeln werden. Danke. Ja, und dann haben wir da hinten ganz am Ende noch Stefan stehen. Herzlich willkommen. Hallo. Stefan, was wird es bei dir geben? Bei mir wird es einen Kartoffel-Möhrenstampf geben mit gedünsteten Zwiebeln und zarten Frikadellchen. Mmh. Zarte Frikadellchen. Was da der Unterschied ist zu normalen Frikadellen, das musst du uns ja noch mal verraten. Wir gucken uns die zarten Frikadellchen auf dem Foto an. Und da kann man sie erkennen. Also sie sehen auf jeden Fall in der Größe schon sehr fein und elegant aus. Und dazu ein bisschen mehr Kartoffel-Karottenstampf und die Zwiebelchen. Stefan, ich würde mal sagen, toi, toi, toi. Dankeschön. Vielleicht, das ist ja auch ein bisschen hier mein Job in der Küchenschlacht, wenn ich das Bild so sehe, Stefan, würde ich eine kleine Empfehlung aussprechen und würde vielleicht das Kartoffel-Karotten-Stampfen ein bisschen kleiner machen. Da habe ich auch vor. Um die Eleganz nicht rauszunehmen. Jetzt hast du schon so feine, zarte Frikadellen und dann halt so ein großer Berg Kartoffel-Karotten-Stampf. Von daher, das würde ich vielleicht ein bisschen kleiner machen. Ansonsten sieht das sehr fein aus. Aber wo ich gerade bei dir bin, erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn eine zarte Frikadelle?
Was ich extra mache, ich nehme ein Stück Zwiebel und eine Paprika, püriere die und packe das in das Hackfleisch mit dem Gewürz dazu, damit die einfach zarter sind. Statt Brösel oder Ei mache ich was Püriertes einfach dazu. Also kommt gar kein Brot in welcher Form kein Brot, auch immer. Kein Brot, kein Ei, das ist einfach nur das Hackfleisch, die Gewürzmischung, eine Zwiebel püriert und eine Paprika püriert. Und das ist genügend, also, bringt genügend Festigkeit, dass die nicht auseinander... Das reicht. Deswegen werden die auch nur klein gemacht, dass sie nicht so zerfallen. Ja. Genau. Das erklärt natürlich auch jetzt die rote Farbe. Die haben ja so eine schöne Farbe. Genau, und mit Paprika-Gewürz halt noch damit rein, dass das alles so schön... auch aromatisch ist, nicht nur zart. Genau, richtig. Ja, super. Also, toll. Plötzlich habe ich auch wieder was dazu gelernt. Julika, erzähl mal. Ja? Gibt's Hecht denn auch in Irland? Ja, ganz viel eigentlich. Also da ist das so der... Neben Kott, würde ich sagen, ist das, was wir so zubereiten. Und genau, deshalb, das gibt es da auch. Und da muss ich gleich gucken. Ich habe jetzt erstmal den Lauch blanchiert und die Soße angefangen anzusetzen. Und mache schon mal den Mehl. Ich glaube, also das muss man ja vielleicht mal als Erklärung sagen. Viele haben ja immer so ein bisschen Angst, tatsächlich Hecht zuzubereiten, weil der so viele Gräten hat. Ich habe eben schon mal gefühlt, ich habe eine Zange da, falls was sein sollte, aber da hoffe ich jetzt sehr. Super, dass das also keine Angst vor Gräten beim Hecht. Die lassen sich also sehr, sehr einfach rausziehen oder sogar rausschneiden. Das ist ja bei dem Zander vom Wolfgang genauso. Ähnlich, genau, ja. Beim Hecht ist natürlich wichtig, dass der Garpunkt stimmt. Also Fisch sollte nie überkocht sein oder übergegart sein. Also der sollte innen noch schön saftig sein. Es ist ein sehr festes Fleisch schon an sich, der Hecht. Ich finde es gut, wenn man ihn pochiert oder ja, schon auch bratet. Aber ich finde, pochieren ist immer ein bisschen die sicherere Bank. Braten ist ein bisschen schwieriger, weil man die Hitze nur von unten bekommt. Eventuell wird noch mit einem Deckel gearbeitet, dann ist es ein bisschen leichter. Aber die Haut natürlich, wenn die dran bleibt, muss die knusprig sein bei einem gebratenen Fisch. Das ist auch eine Herausforderung in der kurzen Zeit. Sag mal, und letzte Frage noch, danach lasse ich dich auch in Ruhe. Mhm. Wie bist du nach Irland gekommen? Der Liebewesen. Mein Mann ist Ire und genau, da bin ich dann hingezogen. Und da lebt es sich gut, ne? Da lebt es sich sehr wunderbar, ja. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Irish Pub? Irish Pub in Dubrovnik. Und ich sage immer, eigentlich hätte ich irgendwie in die spanische Tapas-Bar laufen sollen. Und dann wäre ich vielleicht heute irgendwo, wo es sonnig ist und schön. Aber man kann sich nicht alles aussuchen. Man kann sich nicht alles aussuchen, aber wenn die Liebe stimmt, ist doch alles wunderbar. Und außerdem habe ich ja auch schon gehört, dass du es ja liebst, im eiskalten Meer zu baden. Ja, das stimmt. Oder? Das kann man da auch ganz wunderbar. Also sie hat sich akklimatisiert. Ja, doch. Danke. Toi, toi, toi. Philipp, wie sieht's aus? Erzähl mal, Risotto Milanese, wie hast du es angesetzt? Mit Weißwein abgelöscht und den Safran schon rein und Cayennepfeffer. Genau, mit Butter noch ein Stück. Und jetzt halt auffüllen und drin. Jetzt lässt du das, hast du auch ein bisschen Zwiebelchen? Genau, und noch eine Schalotte habe ich drin, ja. Okay. Und der braucht natürlich so ungefähr 35 Minuten. Sieht jetzt natürlich schon fantastisch aus. Ja. Und wirst du auch klassisch abschmecken mit ein bisschen geriebenem Parmesan? Genau. Mhm. Ja. Super. Also das köchelt so vor sich hin. Genau. Ja, Risotto ist super, auch in der Zeit gut umzusetzen. Natürlich, der Garpunkt muss passen. Es soll nicht totgerührt sein. Also es soll noch richtig die schön schlotzige Schicht rund um das Reiskorn erkennbar sein. Die soll nicht ins Risotto reingerührt sein. Dann natürlich Safran, Risotto Milanese, schöne gelbe Farbe. Butter, etwas Käse, ein bisschen Säure mit Wein und Zitrone eventuell. Und dann gibt es ja hier noch diese ganzen Meeresgetiere. Da gehe ich gleich dran. Die werden kurz angebraten und dann je nachdem noch warm gehalten im Ofen. Mit also heißt, das kann man ja auch ruhig sagen, in 35 Minuten ist es natürlich nicht möglich, den Pulpo hier so schnell zu garen, dass er wirklich zart ist. Deswegen hat Philipp einen vorgegarten Pulpo hier, diese Pulpo-Arme, wunderbar. Und dann wird es zwei verschiedene Garnelen, einmal mit Kopf, einer ohne, oder ist es einfach nur für dich? Ja, der mit Kopf ist einfach so zum Garnieren, er macht was her. Und dann hast du ja noch einen Safranschaum. Ne? Genau, ja. Da wird das Risotto dann nochmal aufgefüllt mit ein bisschen mehr... von dem Fond.
Und dann über ein Sieb abgeschüttet, mit Sahne aufgekocht und dann mit einem Pürierstab. Ach, schlau. Das ist schlau. Dann hast du gleichzeitig schon ein bisschen Bindung vom Reis. Genau. Und natürlich auch den Geschmack vom Safran-Ansatz. Genau, so ist der Plan. Das habe ich ja selbst noch nicht so kennengelernt. Hört sich gut an. Also, wir drücken weiter die Daumen. Das alles sieht ja im Moment alles gut aus. Bis auf die kleine Verletzung. Aber ja, du sagst, das ist alles überschaubar. Ja. Sehr gut. Also, dann gucken wir mal zu unseren zwei Kitty-Teilnehmern. Weißt du denn eigentlich schon, was es wird? Ja, ein Mädchen, wahrscheinlich. Ja. Eine Baby-Kitty. Eine kleine Kitty, ja. Ja, süß. Ja, klasse. Erzähl mal, jetzt gibt es deine wunderbaren Brezenknödel. Also ich habe das ja gelernt, dass das ein bisschen länger dauert und dann müssen die ja erst gerollt werden, damit man sie danach in Scheiben schneiden kann. Aber du sagst, du machst das ganz anders. Ja, also wenn man so unbedingt gerade Lust auf einen Leibspeiser hat, dann möchte man die ja wahrscheinlich schnell. Und deswegen mache ich das immer einfach so, dass ich den Knödelteig mit alten Brezeln mache. Einfach nur Milch, Hafermilch drunter und dann brate ich die richtig scharf an und forme die vorher schon gepresst. Also dass die vorher schon diese dünne Form bekommen. Genau, und dann geht das halt viel schneller und dann muss man das nicht mit Brezeln Resten machen, sondern man kann es auch frisch machen. Okay. Das wird meine Premiere. Habe ich noch nie gegessen. Also ein Brezenknödel ja, ein Pressknödel ja, aber nicht beides kombiniert. Bin gespannt, was das dann ist. Natürlich mit dem Laugenbrot, diese angenehme Salzigkeit und dieser besondere Geschmack passt sicher gut zu den Pilzen. Und dann hast du ja diesen Portobello-Pilz, das sind ja eigentlich diese großen Champignons. Den hast du aber klein geschnitten in dem Schwammerl. Nein, der ist im Ofen. Okay. Der ist im Ofen, den habe ich einfach nur ein bisschen mit Olivenöl, Thymianblättern, Salz, in, Rauchsalz in den Ofen. Ja. Und genau. Das ist sozusagen die Deko. Der garnt sozusagen vor und das, kommt und dann das da wird drin. Die Schale, die Pilzschale die fürs Schwammerl. Genau. Gulasch oder Ragout. Ja, genau. Also hört sich sehr, sehr fein an. Heißt, da kommt jetzt nur noch die heiße Milch drauf. Mhm, da sind und geröstete Zwiebeln noch mit drin, frischer Thymian und auch ein bisschen Rauchsalz. Das finde ich immer ganz schön. Mhm. Und dann... Das genau. gibt einfach noch mal so ein etwas andere Aromatik. Mhm. Und dieses Raucharoma hat ja auch so ein bisschen Umami und holt das Ganze, genau. gibt dem Ganzen sozusagen genau. noch mal einen kleinen Kick. Genau. Sehr gut. Also, ich sehe schon, das läuft alles bei Kitty. Bei Kitty und Kitty gut. Wolfgang, wie läuft es bei dir? Der Fisch ist im Ofen. Er hat... Hast du jetzt auf 100 Grad, ne? Lass ruhig zu. Und der. Oh, das duftet hier schon nach Curry. Der muss sein Deck jetzt machen. Sehr gut. Und erzähl mal ganz kurz, weil du ihn ja pochierst, den Fisch. Was hast du jetzt gemacht, bevor du ihn in den Ofen geschoben hast? Ich habe ein Weißwein, ein Gemüsebrühe gemacht, mit Curry rein und das schön gemischt. Und. Den Fisch gewürzt, obendrauf Curry mit weicher Butter. Dann verteilt sich das schön und soll einen guten Geschmack geben. Da laufen deine kleinen Salzkartoffelchen. Die und dann fehlt noch Soße. Die Soße ziehe ich dann aus dem Fisch. Ja. Nehme ich raus und montiere dann mit kalter Butter die Soße und schmecke sie mit Orangenschale, mit Curry und Salz nach. Also, ich sehe schon, du hast alles unter Kontrolle, Wolfgang. Ja. Sehr gut. Ja. Orangensoße stelle ich mir fruchtig, säuerlich vor und wünsche mir das nicht nur mit Orangensaft, sondern eventuell mit Orangenfruchtfleisch und Orangenzeste gearbeitet wird. Und dass die Konsistenz natürlich gut ist. Bin gespannt, wie das gelöst wird hier, also mit was da abgebunden wird. Marie-Louise, ja, wie sieht's aus mit der feinen Leber? Ja, die Leber ist schon meliert. Die kommt aber erst kurz vorher in die Pfanne, damit es nicht so trocken wird. Meine Zwiebeln sind tatsächlich Zwiebeln geworden. Die stehen schon im Backofen. Ja, aber das ist doch super, dass du es so geschickt geschrieben hast. Und ja, ich glaube, die sehen gut aus. Ja, sind super. Ah, vielleicht ein bisschen Salz noch drüber, oder? Unbedingt. Ja. Aber sie sind sehr schön kross. Okay. Ja. Sie sind nicht zu dunkel. Kartoffeln und Sellerie ist auch schon bald soweit, dass ich das vorbereiten kann.
Das möchte ich gerne noch durch Sieb streichen, weil das ein Püree sein soll. Püree soll natürlich Püree sein, möglichst wenig Stücke. Kartoffel und Sellerie, das gibt eine schöne weiße Farbe. Da haben wir noch mit Butter und Milch ordentlich gearbeitet. Kann das ganz toll werden. Vielleicht ganz wenig Muskat, aber außer Salz brauchst du sonst gar nicht mehr viel. Heißt, du hast jetzt Sellerie und Kartoffelwürfel? Sellerie und Kartoffeln gesalzen. Mhm. Und das wird dann mit Sahne und mit Milch wird das dann gestampft und einmal durch Sieb. Und ja, ich denke, das soll passen. Ein kleiner Stich Butter ist auch nicht schlecht. Ja, Butter immer. Na, immer. Butter muss einfach Butter immer muss rein, hat meine Schwester schon gesagt. Butter lieber, ganz klar, vorher, du willst sie ja gerne auch ein bisschen kurz und knackig angebraten, ja, ne, dass die Pfanne deswegen ist leicht meliert. Leber nie vorher salzen oder pfeffern. Mhm. Das ist vielleicht das einzig Wichtige, was noch zu beachten ist. Und die braucht ja wirklich nur eigentlich die Pfanne einmal zu küssen. Genau. Na, und genau, die zieht ja eh noch einen Moment durch. Aber die schön und heiß, die Pfanne, ne? Ja, perfekt. Ich gehe noch einmal zum perfekt. Stefan. Danke. Ach, die sind ja wirklich klein und zart, ne? Mhm. Oh, darf ich mal probieren? Ja, klar. Das ist ja immer das Schönste, ne, wenn man vorher schon mal probieren darf. Man schmeckt die Paprika und es braucht unbedingt noch Salz. Braucht noch Salz? Mhm. Okay. Es passt kein Salz dran. Also das ist, aber ansonsten kommt eine ganz milde Schärfe, das ist alles gut. Mhm. Aber muss unbedingt noch ein bisschen Salz. Ja, das ist doch kein Problem. Machen. Super, so, ich gehe jetzt mal rüber zu Julika. Mhm. Dann guck mir das da mal an mit der Eiergeschichte. Ja, ich bin gerade mal am Gucken. Ist doch alles in ja, Ordnung. Ja, die Fransen schneide ich dann weg. Aber das erste Ei hat funktioniert. Ah. Philipp, ich sehe schon, mhm, Krustentiere, Pulpo, ist alles in der Pfanne. Also, super, läuft alles. Ah, Kiki, ich sehe schon, hier sind die ersten Brezenknödel in der Pfanne. Wie sieht es mit dem Rest aus? Ja, alles unter Kontrolle, würde ich sagen. Du kannst ja noch mal verraten, was du mit dem Käse machst. Ja, ich habe ein bisschen Bergkäse drunter gemacht, weil ich so Käse liebe. Ja, ich hab da, also die Jurorin kommt ja aus den Voralpen, da dachte ich, das passt, könnte das gut könnte sein. Also, es hat ja nichts mit Besteckung zu tun oder so. Genau. Gibt natürlich immer eine tolle Würze und gibt natürlich auch noch mal ein bisschen Bindung. Ja. Ohne, dass man mit irgendwie Weißmehl arbeiten muss oder. Darf ich mal probieren? Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin noch ein bisschen am Abschmecken. Der Portobello-Pilz ist fertig. Ja, super. Also der sieht super aus. Bei der Birne war ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Kann ich dir mal kurz zeigen? Also ich habe jetzt die karamellisiert. Die sieht auf jeden Fall top aus. Genau. Und super. Dachte ich vielleicht. Das finde ich auch sehr gut. Ich persönlich würde, glaube ich, noch ein bisschen Pfeffer reinmachen. Pfeffer, ja. So ein ganz bisschen Pfeffer könnte es noch vertragen. Ansonsten laufen jetzt schon die letzten 3 Minuten. Wolfgang, bei dir auch alles fein? Ich habe meinen Fisch die Temperatur noch mal etwas hochgedreht. Und dein Söschen? Das wird ja dann gemacht, das Söschen, wenn nicht. Aber das würde ich jetzt machen, weil sonst hast du nachher ein Zeitproblem. Das wäre schade, wenn alles. Brauchst du ein Handtuch hier zum Rausnehmen? Geht das? Ist nicht so heiß. Ja, wer nicht heiß anfassen kann, der kann auch nicht heiß lieben. Ne? Siehst du noch ein bisschen heiß. Mmh. Oh, 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 das ist noch ziemlich roh. Stell mal schnell eine Pfanne auf. Oder weißt du was, leg ihn auf das Gemüse. Leg einfach jetzt nur ein Stück auf das Gemüse, dann zieht das da noch weiter durch. Und dann kannst du parallel die Soße machen. Und am besten mit der Fleischseite nach unten, weil der ist noch sehr, sehr, sehr roh. Und ruhig noch mal ein bisschen Temperatur drauf geben auf den Fisch. So, die letzten 2 Minuten laufen, ganz schnell Süßchen machen und dann könnt ihr alle anfangen anzurichten, würde ich sagen. Das läuft auch da, die Leber. Sehr gut. Dann fliegen wir hier noch mal rüber. So, ganz schnell Topf voll anstellen, Wolfgang, sonst schaffst du es nicht von der Zeit, dass es richtig heiß ist und kocht. So, Kiki richtet schon an, die Knödel, Portobello-Pilz, sehr gut. Und da steht das Risotto von Philipp.
Auch fein. Teller ist warm. Letzte Minute läuft jetzt. Lauchgemüse von Julika. Fertig. Da ist nochmal die Kalbsleber. Die wird jetzt gewürzt. Und angerichtet. Schüttel, schüttel, schüttel. Noch die Hechte in der Pfanne, die werden auch gewürzt. Kalbsleber wird angerichtet, sehr schön. Wolfgangs Salzkartoffeln, Petersilie. Vier, drei, zwei, eins. Das war's. Ja, es erwartet mich heute so eine große Vielfalt, dass ich mich da gar nicht so wirklich festlegen kann. Ich gehe ganz offen drauf zu und bin gespannt, was ich alles probieren darf heute. Ja, da stehen Sie, sechs fantastische Leibgerichte. Und ich gehe mal rüber zu Stefan. Erzähl mal, Stefan, wie ist es mit den zarten Frikadellen so gelaufen? Soweit eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt doch ein bisschen zu salzig sind oder beziehungsweise ganz durch sind. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das werden wir gleich lösen, das Geheimnis. Ja, da steht die fantastische Kalbsleber von Marie-Louise. Was sagst du selber? Bist du auch zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich hoffe auch, dass die Zwiebeln noch knusprig sind. Ja, das Kartoffelpüree hoffentlich nicht zu salzig, aber ich denke, das ist mir, ja, ich denke, das, also mir wird es so schmecken. Wolfgang, da steht er, der Curryfisch mit Orangensoße. Auf die letzte Sekunde fertig geworden. Was denkst du selber? Mit dem Fisch könnte es vom Garpunkt etwas knapp geworden sein, dass er noch etwas zu roh ist. Ich hatte einen Fehler gemacht, hatte die mittlere Schiene genommen und habe zwar dann die Temperatur hochgestellt. Mal sehen, ob es gereicht hat. Kitty, da stehen deine Rahmschwammerl mit Portobello-Pilz und Brezen-Pressknödel. Was sagst du? Bist du auch zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, also ich habe beim Vorkosten gerade auf einen Thymianstängel gebissen, aber, aber sonst würde ich sagen, ja, eigentlich sehr zufrieden. Risotto Milanese mit wunderbaren Meeresfrüchten, Pulpo, Garnele und einem Safranschaum. Was sagst du, Philipp? Alles nach Plan gelaufen? Ja, der Schaum steht nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Und der Pulpo-Arm ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Also, aber am Ende doch okay, oder? Ja, ich denke schon, ich würde es essen. Julika, da liegen sie, zwei Hechtfilets, perfekt pochiertes Ei, Lauchgemüse, was sagst du selber? Oh, vielen Dank, aber ja, ich glaube, ich habe mich so auf das Ei konzentriert, alles andere war auf einmal weg und ich habe hier noch meinen Meerrettich und meinen Schnittlauch liegen. Die Haut ist nicht kross, der Rahm zieht, glaube ich, gerade voll die Haut, aber ja, ich hoffe, es schmeckt. Ja, und jetzt freuen wir uns auf unsere Jurorin aus Österreich, Milena Broger, herzlich willkommen. Oh. Hallo. Alles gut gegangen? Ja, also ja. Ist ja immer schon sportlich in 35 Minuten, sogar am ersten Tag. Aber ich glaube, du kannst dich freuen. Gut, dann fange ich mal an. Und zwar mit der Kalbsleber mit Kartoffelsellerie-Püree, Zwiebeln und karamellisierten Apfelringen. So, schauen wir uns mal den Garpunkt an. Ja, das ist schön getroffen. Der Garpunkt ist gut getroffen und schön ist es die Farbe, die Röstaromatik, auch mit den Zwiebeln dazu. Es schmeckt sehr gut, auch wenn man Leber nicht so gerne mag.
das Püree und die Äpfel dazu probieren. Sauber gearbeitet, das Selleriepüree. Die Äpfel sind schön geschält, schön entkernt, also da sind keine unangenehmen Teilchen mehr. Und auch gut karamellisiert, angenehme Süße, ja, guter Garpunkt, das ist schon mal ein guter Einstieg. Dann mache ich weiter mit Risotto alla Milanese mit Garnelenpulver und Safranschaum. Ja, mal das Risotto anschauen. Schöne gelbe Farbe. Dürfte ein bisschen mehr nach Safran schmecken für meinen Geschmack. Dann schauen wir uns mal den Rest an. Also es ist sehr, schmeckt ein bisschen so, als ob man noch Zeit gebraucht hätte für den letzten Schliff. Garnelen sind gut. Pulpo bin ich auch schon gespannt. Also der war wahrscheinlich vorgekocht und wurde dann angebraten. Ist auch okay, der schmeckt auch gut, also Fisch ist okay. Vom Schaum hätte ich gerne ein bisschen mehr. Der ist schön säuerlich, aber könnte auch mehr nach Safran schmecken. Also ich finde, wenn man Safran verwendet, dann schon so, dass man ihn ordentlich gut rausschmeckt. Und beim Risotto, wie gesagt, es ist gut. Also auch die Konsistenz ist gut, aber so der letzte Schliff, so das Schlotzige, ein Tickchen mehr Käse, ein Tickchen mehr Butter, so der feine Schliff fehlt mir hier ein bisschen. Dann gebratener Hecht mit Lauch und pochiertem Ei. So, schauen wir uns mal den Fisch an. Guter Garpunkt, könnte ein bisschen schärfer angebraten sein, also man sieht es hier gut an der Haut. Wenn die jetzt so ein bisschen knusprig wäre, wäre das perfekt, aber der Garpunkt ist sehr gut. Dann das pochierte Ei. Ja, das ist so, wie es sein soll. Lustige Kombination auch mit dem Fisch. Gut. Und dann das Lauchgemüse. Ich denke, da wurde so ein Ansatz gemacht und dann mit Sahne und Brühe. Das ist ganz gut. Passt besser zusammen, als ich mir das gedacht hätte. Ja, gut. Frikadellen mit Möhren, Kartoffelstampf und gedünsteten Zwiebeln. Schöne Farbe der Kartoffelstampf. Und auch die haben irgendwie Paprika oder sowas drin. Sehr, sehr würzig. Also die sind auf der salzigen Seite. Und die Zwiebeln. Schön süß natürlich auch. Viel Paprika. Also Frikadellen sind sehr würzig, dann die Zwiebeln süßlich, aber leichte Bitternote und Paprika. Und der Stampf ist sehr zurückhaltend. Also wenn man alles zusammen isst, dann funktioniert es. Separat
wird es ein bisschen schwieriger. So, Curryfisch mit Orangensauce, glasierten Möhren, Fenchel und Salzkartoffeln. Ja, also außen ist der Garpunkt perfekt, aber umso weiter man in die Mitte geht, desto roher wird es leider. Also der hätte schon noch ein bisschen Zeit gebraucht. Die Orangenschale ist angenehm, auch das Fenchelgrün schmeckt gut. Curry ist eine angenehme Schärfe. Fast für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Curry auf dem Fisch, weil man vom Fisch eigentlich an sich nicht mehr so viel mitbekommt. Und die Möhren. Da ist auch viel Gewürz drauf. Mal schauen, ob ich die Soße hier erwische. Die hat auch viel vom selben Curry. Ja, die Kartoffeln, die neutralisieren das Ganze. Also das, ja, viel vom selben Gewürz. Der Fisch ein bisschen untergart. Die Salzkartoffeln sind gut. Technisch ist auch das Gemüse ist okay. Die Soße ist angenehm sauer, aber halt eben doch schon stark gewürzt mit dem Currypulver. Rahmschwammerl im Portobello-Pilz mit Brezen, Pressknödel und karamellisierter Birne. So, bin ich gespannt. Ich muss zuerst den Knödel probieren, weil ich einen Brezen-Pressknödel noch nie probiert habe. Mit Thymian und kommt ganz gut, ganz schön durch. Auch das Laugen, also Laugen von der Breze schmeckt man gut durch. Schön mit Zwiebeln wurde gearbeitet, also da, das ist ein einwandfreier Knödel. Schwammelragu. Ganz klassisch, Kräuterseitlinge. Mit der Birne zusammen probieren. Ja, schöne Süße. Und dann der Portobello-Pilz war im Rohr davor, vermute ich jetzt mal. Sehr klassisch. Aber gut gearbeitet. Das Einzige, aber das ist jetzt was ganz was Kleines, wäre für mich, dass der Strunk von der Birne natürlich, das wäre schon angenehm, wenn der heraus wäre, dass man da nicht irgendwie die Kerne oder eben, da gibt es ja diesen langen Strunk bei der Birne, der ist einfach nicht so angenehm zu essen. Das wäre jetzt ein kleiner Tipp von mir, aber sonst geschmacklich ist es sehr gut. So, ja, es ist jetzt tatsächlich so, dass die beiden Zutaten, die mir eigentlich am meisten so am wenigsten zusagen, Leber und Pilze, sind doch vorne mit dabei. Also es wurde bei beiden sehr sauber gearbeitet, gut abgeschmeckt auch und irgendwie, ich mag das immer gern, wenn die verschiedenen Komponenten ihre eigenen Bühnen bekommen und das eine mehr und das andere weniger gewürzt ist, aber es muss natürlich auch jedes einzelne Element funktionieren und das geht bei diesen beiden. Und hier ist jetzt wirklich so die kleine, das kleine Ding, was
den Unterschied macht, ist wirklich die Sauberkeit beim Obst. Und deshalb ist die Kalbsleber der Tagessieger. Dann ist der nächste klar. Ja, also hier das Ei ist gut pochiert, der Fisch ist gut gegart. Ich meine, man hätte noch an Röstaromatik arbeiten können, aber es ist gut abgeschmeckt. Es funktioniert alles auf einmal im Mund, aber auch alles für sich. Deshalb ist der Hecht auch gut. Ja, hier nächstes Mal am Schluss ein bisschen mehr Liebe reinstecken, dann ist das auch ein gutes Gericht. Ja, und hier ist jetzt die Frage, also Garpunkt, bisschen drunter und sehr viel Curry. Und hier ist eigentlich so vom Garpunkt her, von der technischen Seite, nichts Gröberes passiert, außer ja, ein bisschen ausbalancierter das Ganze abschmecken. Aber alles zusammen im Mund schmeckt ja sehr gut, deshalb finde ich das gut. Glückwunsch an unsere Tagessiegerin Marie-Louise. Wolfgang, so schade es ist, aber so sind die Spielregeln der Küchenschlacht. Nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit für den Fisch. Liebe Zuschauer, das war unser Küchenschlacht-Montag. Und eins kann ich versprechen, morgen um 14:15 Uhr geht es weiter mit den Vorspeisen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.